Saurons Uruks missbrauchen gnadenlos die niederen Orks in ihren gewalttätigen Machtkämpfen. Erkunde mit der Macht des Geistes, wie du diese Machtkämpfe nutzen kannst und durchdringe die schwachen Gemüter, um die Feinde von ihnen heraus zu zerschmettern. Ein Ork insbesondere hat einen Verstand, der wie ein flammendes Leuchtfeuer aufstrahlt. Wunderschön. Waldläufer! Komm näher, wenn du die schwarze Hand suchst! Diese Sklaven flüstern nichts als Lügen in dein Ohr! Oh, doch wenn du mich befreist, wird Ragnar dir alles verraten! Was solltest du wissen, was all diese toten Orks nicht wussten? Tu es doch, du Mistkerl! Tu es! Ich sterbe und du erfährst nichts! Vielleicht erfülle ich dir diese Bitte. Beende dein erbärmliches Leben. Nein. Ohne Spaß. Oh, diese Sklaven sind machtlos gegen die Ork-Armee. Ihr Plan stinkt wie ein fauliger Fisch. Doch Redback kann nicht die Tricks der Orks lehren. Mit Redback kann er werden gelingen. Wir finden schon raus, was du weißt. Oh, das bin ich auch. Hey, es geht. Willkommen im Hobbyclub. Okay. Stab sucht nach einer Bestie, an der er seine Überlegenheit beweisen kann. Ziel befindet sich hier. Hauptauftrag. Hauptmänner und Würmer geben alle Informationen über ein Ziel preis, wenn du sie verhört hast. Wenn sie verhört werden. Drücke 2 und Gorgor. Goroth hat eine Schwäche, die du ausnutzen kannst. Seine Furcht vor Karagor lässt ihn zu einem panischen Feigling werden, wenn du ihn mit einem Karagor... Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig ausspreche. Ich hoffe es einfach mal. Karagor kontrollieren kannst, wird er einige seiner Stärken verlieren und ein leichteres Ziel werden. Das ist aber ein wirklicher Zähmer. Stärken. Vorsicht, Goroth besitzt auch Stärken. Er ist immun gegen Fernkampfangriffe, also kannst du ihm auf diese Art nicht schaden. Zudem besitzt er einen mächtigen, heftigen Angriff und eine loyale Uruk-Gefolgschaft, die ihn beschützt. Okay. Denk daran, viele Schwächen können nur ausgenutzt werden, wenn du zuerst Informationen sammelst. Okay. Problem, Waldläufer, sind die Häuptlinge. Sie sind starke Anführer. Wenn ihnen nun etwas zustoßen sollte, dann könnten sie deinen kleinen Aufstand nicht niederschlagen, nicht wahr? Ich werde sie schon finden. Wie? Sie sind hier nicht gerade sehr geschätzt. Und das wissen die. Und du kannst sie finden? Oh ja. Redback wird dir den Weg zeigen. Du hilfst mir. Ich helfe dir. Lass mich das hier nicht bereuen. Fabelhaft. Wir haben jetzt genug getrödelt. Zuerst muss ich mich meinen gewissen Hauptmann kümmern. Und um ein paar Karagor. Komm mit mir, Waldläufer. Ich mag ihn irgendwie. Du kannst ihnen nicht trauen. Die Sklaven fallen dir in den Rücken. Uruks stechen dir wenigstens in den Bauch oder in den Hals.
Wir haben ähnliche Ziele, Waldläufer. Du willst den Hauptmann töten und jemand muss seinen Platz einnehmen. Jemand wie Redback. Also hat Goroth das Sagen? Im Lager, ja, aber er ist kein Häuptling. Sie unterstehen direkt der Schwarzen Hand. Ich zeige es Ihnen allen, wenn ich im inneren Zirkel der Schwarzen Hand bin. Hauptmann zu werden ist nur der erste Schritt in Redbacks Plan, Häuptling zu werden. Dann tritt ihm besser ordentlich in den Nacken. Wie hast du dich befreit, Abschaum? Drücke während eines... Ja. Schlag den Waldläufer, nicht mich! Er ist ein einfaches Ziel. Sein Schwert ist gebrochen. Vergesst den Abschaum und stellt euch mir, Uruks! Leide! Nicht mich! Das Fleisch des Waldläufers ist viel zarter! Bring da runter, du Pfosten. Flee um Gnade! Alter! Gelernt, so zu kämpfen! Nehmt diese Waldläufer! Ich mach die spitzen Dinger nicht in mir stecken haben! Sehr gut, Waldläufer. Nun stell dir die ganzen Leichen als Goroth vor. Stell dir dein Ziel vor. Goroth will Redback schon lange ans Leder. Er ist ein dummes Stück Dreck. Wir bekriegen uns schon seit Redback denken kann. Aber Redback gewinnt nie. Letztens hat er Redback in den Karagor-Käfig gestoßen. Alle lachten, als der Karagor Redback herumgeschleudert hat wie ein Wollknäuel. Dafür wird Goroth büßen. Dieser Drecksack wird büßen. Goroth hält sich Karagor in Käfigen. Gerüchteweise kommt er ihnen nur ungern zu nahe. Lass mich raten, du denkst, ich sollte die Käfige öffnen. Goroth ist immer da drin. Geht nie raus. Nie. Ich frag mich, wo der wohl hinmacht. Oh, das erklärt den Gestank. Versteck dich. Ich sorge für die Absetzung deines Hauptmanns. Guter Plan. Du tötest, ich warte. Das ist militärisches Genie. Hauptmann Goroth ist erfahren. Die Vorfreude macht mich ganz sabberig. Der Sabber der Rache. Okay. Ich könnte 5 von denen mit einem Axthieb töten. Das sind recht verdammt. Okay. Der Schmied bringt doch nur alte Waffen wieder in Schuss. Soll das? Heißt das, ich... darf töten oder muss ich jetzt irgendwie... Ich hab dem Hauptmann gesagt, wir müssen lernen, Grauchs zu reiten. Wenn der Grabwandler sie reiten kann, dann können wir es auch. Grauchs ist und nicht zum Reiten da. Du wirst schon sehen. Den nächsten, den ich sehe, springe ich auf den Rücken, bloß um es dir zu beweisen. Wenn er uns in die Schlacht führt. Das wird gut. Hab gehört, er kennt ein paar schmutzige Tricks. Das gefällt mir nicht.
gefällt mir nicht. Bin ich ganz ehrlich. Ich muss die irgendwie versuchen, komplett von mir abzulenken. Riecht sonst noch jemand von euch diesen Gestank, der über das Lager zieht? Zu sein. Gorod wird dich töten, wenn er dich schlafen sieht. Gorod kommt nie hierher. Er bleibt immer nur am Jagdlager. Gorod ist im Jägerlager. So viel dazu, dass er immer am selben Ort bleibt. Ein Hauptmann, der seine eigene Bestie fürchtet. Furcht ist ein starkes Werkzeug, Talion. Schicken wir Gorod an die Arbeit. Gorod. Oh, Gorod. Okay. Befreie ein Karagor und musst du verletzen. Ich würde eigentlich ganz gerne als allererstes mal auf den Turm. Die Frage ist, ob ich mich dorthin schleichen kann. Wie Finger aus Silberglanz erstrecken sich die Türme in Saurons Land und vertreiben die Dunkelheit. Jawohl,
Vertreibe die. Unter den Biestern Mordos habe ich mir einen Namen gemacht. Wenn sie im Schlaf zucken, träumen sie von Gorod. Einmal habe ich 3 Karagor zugleich gefangen. Mit meinen bloßen Händen. Ich habe ihr Genick mit bloßen Blicken gebrochen. Ich habe sie mit meinen Augen getötet. So. Ich bin Gorod. Kein anderer Uhu weiß so viel über Karagor. Wenn ich durch die Lande Mordos schreite, erkenne ich Karagor. Unter den Biestern Mordos habe ich mir einen Namen gemacht. Wenn sie im Schlaf zucken, träumen sie von Gorod. Ja, ja. Bitte nicht merken. Einmal habe ich 3 Karagor zugleich gefangen. Mit meinen bloßen Händen. Ich habe ihr Genick mit bloßen Blicken gebrochen. Ich habe sie mit meinen Augen getötet. Kampfbericht die Ereignisse nachverfolgen und die Verschiebung des Machtgewichts in Saurons Armee nachvollziehen. Drücke Eingabe, um anzuzeigen. Mari. Folgen nur den Befehlen von Gorod. Er ist die stinkende Leiche, die ihr tragen sollt. Jetzt los, los! Halt den Sandbaum! Zeigt etwas Respekt, ihr garstigen Wirrwarr! Sonst schneide ich euch die Ohren ab! Ist jetzt euer Hauptmann! Das muss ich mir ansehen. Ja, wenn ihr damit fertig seid, habe ich noch mehr Leichen für euch. Trefft mich an der Kreuzung. Ein alter Freund möchte dort seinen Kopf verlieren. Erst werde ich von einem Geist wieder zum Leben erweckt, dann arbeite ich mit einem Ork zusammen. Was kommt noch? Wir müssen die Waffen unseres Gegners gegen ihn verwenden. Die Orks hassen sich beinahe so sehr, wie sie uns hassen. Speere sind offensichtlich die besten Waffen. Reichweite und Schärfe. So. Dann hätten wir den Auftrag jetzt auch beendet. Jetzt ist auch die Frage. Ich weiß gerade nicht mal wirklich, wo ich selbst bin, weil ich mich nicht sehe. Ich bin vermutlich einfach nur zu blöd hier. Okay. Moment.
ihn ist, wenn ihr niesen müsst, aber der Nieser einfach nicht kommt. Ach, Halleluja. Ah, ist das ekelhaft. Okay, ein bisschen Zeit ist für den Part noch übrig. Deswegen... Jetzt dorthin schnell. Sehr schön. Vorne Pfeiler haben wir auch. Wundervoll. Hä? Da waren doch gerade noch Informationen. Ausgestoßener. What the fuck? So, gibt's denn noch was Interessantes? Aufträge. Lassen dich die Tode anderer Spieler rächen. Gehe zu, um den Hauptmann zu töten, der sie besiegt hat. Okay. Es kann auch sein, dass wir unterwegs ein paar Leute, ein paar begegnen, die nach meinem Cousin benannt sind. Ja, das Spiel nämlich auch. Und zwar zu, ich glaube, 95% durchgespielt. Hat mir darüber aber nichts erzählt. Aber auf jeden Fall. Es hat sein, dass wir einfach hinter stärken. Den Büschen gefunden. Aber dieser So, der hat eine Macht von 5. 5 sollte ich nicht. Deswegen probiere ich das jetzt einfach einmal aus. Ich hoffe, dass das sauft euch Hagel voll! Ich werde das tun! Nämlich
Probleme, und zwar ganz andere, die werdet ihr jetzt gleich erfahren. Dass er viel mehr Respekt verdient. Aber der Borg gehört doch gar nicht zu mir, oder? Nee, ist komplett bescheuert. Wütend, weil andere Uruks so schwach und armselig sind. Acht. Das ist eine ganz schön große Macht, mein Freund. So. Thank you.